Willkommen beim neuen Video auf dem Zweitkanal. Heute haben wir das neue Event am Start. Heute haben wir die ersten Weekend League Spiele. Und wir werden die SBCs machen und hoffentlich irgendwas ziehen aus den Packs von dort. Das machen wir heute, Jungs. UV-Liste haben wir über den Tag nichts verkauft. Ich sag euch ehrlich, ich habe vielleicht 2-3 Mal was draufgestellt. Diesmal ist bei der UV-Liste nichts gegangen. Vielleicht geht während des Streams was weg. Investieren ist jetzt schlau, Jungs. Jetzt ist es sehr, sehr gut zu investieren, weil viele Packs werden gezogen. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Das ist auch das Erste, was wir jetzt machen werden. Und meine Lieblingsinvests, Jungs, sind Team of the Week Invests. Weil die sind so gut wie safe, Jungs. Die sind so gut wie safe. Ihr müsst immer gucken, welche high-rated Karten mit guten Links sind nicht so spielbar. In die könnt ihr eigentlich gehen. Die 81er, ich sag euch ehrlich, damit könnt ihr auch gut Coins machen, aber ist zu langweilig für mich. So, hier fällt mir direkt auf, Müller. Man kann in Müller gehen. 69 Tempo, den wird keiner spielen, viele werden den verkaufen, der wird nicht so teuer sein. Bastoni, man kann in ein Bastoni gehen, 70 Tempo, ist teilweise spielbar, aber wer kauft einen 85er Inform mit 67 Tempo, auf Ernst? Also der wird auch günstiger sein, als er später wird, für SBCs und so weiter. Und Oyarzabal. Der war schon eigentlich immer einer der unspielbaren. Vor allem mit 3 Sterne, 3 Sterne. Aber Müller ist am leckersten, finde ich. Wir werden ein paar Müllers mit... Ah, wir haben nur 79k. Wegen dem neuen Team. Boom. Das ist das neue Team. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Low Trading machen. Aber ist egal. Low Trading auch besser als gar kein Trading. Kaufen, denke ich mal, einen Müller. Und was man natürlich bei Invest immer machen kann, man kann Invest doppeln. Wie kann man Invest doppeln damit? Du kaufst einen Müller, der halt safe steigen wird, weil keiner den spielt jetzt gerade. Und tust ihn für überteuert jede Stunde rein. Also versuchst so oft wie möglich. Und dann kann es sogar sein, dass du ihn mal überteuert verkaufst. Guck mal, 25k, Chat. Ich fange einfach an mit 60k. 25k. Umsonst Coins, umsonst Coins. Boom! Wir haben geholt einmal für 21,5k. Für wie viel stellen wir ihn drauf? Ich scheiß richtig rein, Jungs, sag euch ehrlich. Ich stelle ihn nebenbei für 57k drauf. Wir kaufen noch ein Oyarzabal rein. Mal gucken, wie viel wer er wert ist. Achso, Team of the Week vergessen reinzustellen. Ja, okay, immerhin. 16k ist auch nichts für einen 86er Spanier aus der La Liga. Ist auch gar nichts. Den können wir auch für... Sagen wir 44k, stellen wir ihn drauf, obwohl das ist ein bisschen teuer. Ich mache 42k, stelle ich ihn drauf. Dann haben wir auch ein Oyarzabal mitgenommen. Warum nicht? Und den dritten, den ich gesagt hatte, das war Bastoni. Hey, guck mal, Jungs, ihr könnt maximal 3k Minus machen. Und seid mal ehrlich, das wird eh nie passieren. Sniping King! 13,25. Und jetzt haben wir von allem einen geholt. Ihn stellen wir auch für 41k drauf. So, ich gehe jetzt in die SBCs. Ich schaue mal rein, was für neue SBCs gekommen sind. De Ligt hat 77 Tempo dieses, also auf dieser Special Card. Ist echt nicht schlecht eigentlich. Was muss man für ihn abgeben? 85, 84. Geht sogar, ehrlich. Geht voll in Ordnung. Passt denn unser Team? Nein. Werden wir ihn deswegen machen? Nein. So, Top-Partien haben wir uns für heute aufgehoben. Es gibt eine Newcomer-Challenge mit 2 seltenen Goldspieler, Digga. So, okay, es sind nur 2 seltene Goldspieler, also nicht die Welt, aber für umsonst mitgenommen. Gegen ein paar Silberspieler getauscht. Man weiß ja nie. Nehmen wir erstmal mit. Und dann machen wir noch die Top-Partien. So, haut rein, Jungs. Prime Electrum Spieler Pack. Das ging so schnell, Alter. Top-Partien sind fertig. Bevor wir die Packs aufmachen, die wir jetzt gerade bekommen haben, gehen wir noch in ein Draft. Wofür? Damit wir noch erstens nochmal mehr Packs haben. Und zweitens als Vorbereitung für die Weekend League. Spielen wir das Draft zu Ende, was wir mal irgendwann so zwischendurch angefangen haben. Wir gehen jetzt ins Draft. Erstes Spiel mit Cristiano Ronaldo Aveiro vorne. Super, super Schuss. Kelleck, Digga, was macht der da? Ist er schnell? Ich hoffe. Ja. Danke. Er geht raus. Ciao. Ja! Ronaldo wäre wirklich einer, den ich noch in mein Team packen würde. Von Goldspielern. Dann habe ich Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo. Und danach... kaufe ich mir coole Icons halt oder Karten, auf die ich Bock habe. Ey, mach doch L1. Ohne Sinn. Oh, danke. Digga, der lässt mich schießen einfach die ganze Zeit. Ist der doof? Der macht gar nicht zu. Wer war das?
Ach, das ist dieser Robbie Keane. Erstens, das nicht so gut vergleichen, aber zweitens, wenn man das vergleicht, natürlich wollte er besser. Klar. Journey meine ich, Digga. Mach ihn. Ich würde natürlich. Was hat denn der Schiri für Haare? Kann das mal bitte wegklippen? Also, ich könnte es mir leisten, in eine Wohnung zu ziehen. Und ich sehe das ja auch bei den ganzen anderen YouTubern. Ich hätte schon Bock, aber natürlich, ich habe meine Familie hier. So, ich würde die auch vermissen. So ausziehen ist nicht so einfach. Geht da raus? Durch. Also in der Box geht auf jeden Fall mehr rein. Das ist cool. Aber diese Finesse-Schüsse und so sind. Ich finde die nicht mehr krass. Bin ganz ehrlich. Jetzt geht er raus. 7-1. Brasilien, Deutschland? Ja. Auch rein. Diese Icon, diese Hero habe ich noch nie gesehen. Ja! Ja, Mann. Wir haben gewonnen. Let's go, Chat! Ah, ja! Geil, gute Weekend League-Vorbereitung. Ja, besser als die seltenen Gold-Packs, aber geil? Nein. So, wir gehen jetzt in die Packs. Wir fangen an bei den Scheiß-Packs. Gold-Packs, die schlechtesten? Nein, das hier erstmal weg. Dieses eklige Pack erstmal weg, Digga. Weg von meinen Augen. Drei gewöhnliche Spieler. Da kann nichts drin sein. Aber doch, da kann sogar was drin sein. Wenn eine Non-Rare-Karte eine Special-Karte bekommen hat. Ja. Nichts Besonderes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das war. Ich glaube, zwei seltene Goldspieler müssen drin sein. Durchschnittlich. Nichts drin. Und jetzt haben wir nochmal drei Renato Sanchez. Schade. Ja, machen wir erst das hier auf. Ein garantierter 80 plus, aber was ist schon ein garantierter 80 plus? 83 plus, ja. Ziyech. Okay. 83 plus. Hä? Hä? Junge, was für Illichitsch, Mann. Ein Chatpack, okay, weil alle schreiben Chatpack. Wir machen ein Chatpack. Habe ich geöffnet? Ich glaube. Ich glaube, ich habe geöffnet. Sonst schreibt direkt rein, wenn ich es nicht geöffnet habe. Messi, Messi, Messi. So Yunchu, Digga. Ich habe schon dieses eine Mal So Yunchu gesehen, ne? Und andersrum pranken ist eigentlich einfacher. Wenn da Messi wäre und Leute schreiben So Yunchu rein. Aber es ist eh So Yunchu. Wenn das allein schon ein einziger schreibt. Digga, der. Das war nicht mal 83 plus, ne? Ey, aus dem Draft? Der beste Spieler, generell der beste Spieler, war aus dem 5K-Pack-Chat. Okay, wir haben die SBCs fertig, wir haben die Packs fertig gemacht. Jetzt gehen wir in die ersten Fut-Champion-Spiele. Wir sind vorbereitet, wir sind aufgewärmt. Ich hoffe nicht zu aufgewärmt, weil man kann nach einem Aufwärmspiel im Draft auch heiß werden und dann reinscheißen. Aber mal gucken. Okay, er spielt sehr, sehr krank auf Zeit. Sehr, sehr krank. Das wird auf jeden Fall uns strapazieren, unsere Nerven. Aber wenn wir dieses Spiel ruhig bleiben, dann wüsste ich nicht, warum wir uns sonst aufregen sollten. Wisst ihr, wie ich meine? Guck, wie er spielt. Sowas darf ich schon nicht sagen. Ruhig bleiben. Oh! Jetzt Ballbesitz gleich Selbstbewusstsein. Wenn ich lange keinen Ball bekomme, ne, dann weg. Oh, der hat die krasseste Eckentaktik, Chat. Was war das bitte für eine Eckentaktik? Das muss irgendwer klippen.
Ey, hätte er nicht den Move gebracht. Ja! 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 Oh mein Gott! Er hat den Trick nicht gemacht. Elfmeter, müsste es sein. Elfmeter, Jungs. Elfmeter. Erstes Spiel, Elfmeter schießen, Digga. Ja. Ja! Ja! Ah! Oh! Der hat ehrlich gute Packs. Guck mal hier. Das hier. Prime gemischte. Ich wünsche dir so eine Special-Ding, Bro. Guck meine Bewerbung. Ja, Brax, du bist schon Mod. Wie wär's, wenn du hier dein, die Wetten vernünftig machst? Kein Sinn. Prime Elektrospieler-Pack, komm. So einen von diesen neuen UCL-Karten will ich doch ziehen. Ich habe noch keine gezogen. Sag mir nicht, die sieht man auch nicht am Anfang, wie die Hero-Karten. Kein Walkout. Werner? Ist okay. Kein Walkout, Digga. Boah. Mann. Kroatis. Junge. Walkout, Ergebnis fehlt. Nein, war keiner. Jetzt könnte ich das Team gar nicht richtig sehen. Und außerdem, ich finde, voll viele nutzen das richtig für Reichweite. Wisst ihr, wie ich meine? Jawohl. Wichtig. Sehr wichtig. Flanke wäre jetzt gut. Doch, mache ich. Ja. Hat geklappt. Das war's. Let's go! 2-0, guter Start. Wichtig. Okay, full... Fast full Bundesliga. Ja, Sam Etienne. On the ring. He goes to the next level. Alon. Stark gemacht, Junge. Oh. Mann, getunnelt aber. Immer in Ehre genommen, wenn schon kein Tor. Ja, das war sogar mit rechts. Ist halt kein 3-Sterne-Wickfoot, sondern 4. Ah, UV hat sich nichts verkauft, wir stellen wieder drauf. Das ist immer wichtig, jede Stunde sich dran zu erinnern. Wenn ich jemanden mitnehme, dann glaube ich so ein Bordeaux oder wen gibt's noch, so ein 4. Soll ich einen Bordeaux mitnehmen, Chat? Kostet halt gar nichts, eine 1,83. Ich nehme ihn mit, Digga, scheiß drauf. So, ja, können wir so abgeben, nice. Und wir haben Bordeaux erledigt. Miron heißt er einfach. Oder Myron. Myron Bordeaux. Du, walkt er auch out? Oder ist er einer, der nicht rauskommt, weil er nur 76 hat? Okay, wahrscheinlich nur 76. Aber bei einem Upgrade ist er, glaube ich, schon bei 81. Premium Gold Pack. 7,5K-Set. Oha, 380 plus. Schade. Wer ist England geworden, wäre es cool gewesen. Canales.
Oh Mann. Ja, Tor. Boah, ja, kann man nichts machen. Das war's. Das war sehr, sehr gut. Das war's. Da gehe ich doch raus, Mensch. Da gehe ich doch raus. Ah ja, mit, hast du investiert? Ich zeige auf dem Zweitkanal immer meine Invest. Der läuft auch richtig gut. Das ist cool. Oh, Walkout! Oh, wer ist das denn? Skriniar. Oh. Mit rechts, Chen. Mit rechts. Was? Oh mein Gott, schon wieder mit rechts. Was passiert hier? Geht er raus? Unnormal entspannt, hä? Nächstes Spiel. War auch ein gutes Team, der Neymar habe ich gesehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Bruno Fernandes, Digga, in der allerletzten Sekunde! Oh mein Gott! Ich komme! Alter, was? Rang 2 ist dieses Wochenende eigentlich so drinnen. Ich muss gucken mit der Challenge, die ich diese Woche mache. Ich hoffe, dass wir da nicht allzu sehr reinscheißen. Billiges OP-Team. Jetzt macht er ein Tor. Guckt euch bitte, bitte, bitte seine Tore an, Chat. Digga, meine Spieler sterben auf dem Spielfeld. Alles. Ey, das wäre zu viel gewesen, Chat. Wir sind wieder drinne. Wir sind wieder drinne. 10 Minuten haben wir. Wir haben 10 Minuten, Chat. Let's go! Ja! Alter, so wichtig! Boah, er hat direkt Arturo Vidal, was? Ey, warum läuft denn Mbappé nicht rein? Ja! Geil! Okay, ruhig, ist doch nichts. Ja, guck so, was passiert dann. Genau das passiert. Scheiße, Mann. Oh, und dann geht so einer rein. Oh ja, okay, danke. Er hat Jobs genommen. Scheiße. Ja, Messi. Ja. Macht keinen Sinn bei Messi eigentlich, aber... Ja! Ja! Ey, Digga, nochmal so Herzklopfen am Ende. Alter, was? Oh mein Gott, wichtig. Wir stehen jetzt 7-1. Wir belassen es für heute jetzt dabei und fangen die RTG, die Argentino-RTG an. Okay, du kannst reingehen, Bro. Da könnte schon was Leckeres bei rumkommen, so ist es nicht. Kein Walkout. Immerhin Wijnaldum, aber Digga, was ist das denn? Ja! Ah, normale Karte. Neymar! 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 Oh mein Gott!
Heute ist der Start der Argentino-RTG. So, wir nehmen natürlich das Argentinien-Pack, weil wir wollen Argentina-RTG machen. Wollen wir uns nur Argentinien-Spieler holen. Fängt gut an, Chat. Wir spielen von Anfang an ein volles Argentinien-Team. Bei uns gibt's nichts anderes. Diesen Scheiß, die Frankreich-Trikots sind am geilsten. Ja, ich muss ja irgendwas im Gegensatz haben, damit ich den Unterschied erkenne. Ich nehme diese roten Trikots einfach. Wir nehmen Marseille. Und wir bekommen, ja, wir bekommen diese Startpacks. Ja, geil. Boca Juniors, ja! 12 Goldspieler darum, ein garantierter seltener 80+. Nicht schlecht. Belgien? ZM? Tielemans, ja, ist okay. Komm, das sind so wichtige Packs gerade. Wir werden auch danach ganz selten nur Packs in die Finger bekommen. Okay, hier ist leider gar nichts drin, schade. Und dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt mit 3K paar Argentinos, oder? Was ist am wichtigsten? Wir haben einen Linksverteidiger, Taglia, den werden wir auch erstmal spielen. OP Argentinos, die Abschluss sind, Chat. Ich mache eine andere Formation, 4-3-3 mache ich rein, weil dann haben wir die Spitze, die unnormal gut ist. Wisst ihr, wie ich meine, Jungs? Wir brauchen wir noch. De Paul ist auch Abstoß. Ist auch Abstoß, Digga. Alle Spieler Abstoß. Digga, ist ja so einfach, so ein Billig-Anfangsteam zu machen. Digga, aber richtig cool. Geil. Der kommt raus. Wir haben den Paul noch drin. Wir können uns leider trotzdem nicht so viele leisten, ist das Traurige. Lo Celso, ja. Dann haben wir unsere zwei ZDMs. Wir brauchen aber offensive Chat. Nicht vergessen, offensive am wichtigsten gefühlt. Wir können uns sogar nur einen Spieler, glaube ich, noch holen. Komplett Abstoß. Wir brauchen jetzt nur noch offensive Karten. Ja, 650. Komplett Abstoß. Wir haben generell, wir brauchen auf beiden Seiten Flügelspieler. Egal, wir holen uns erstmal Ocampos. Wir haben 7 Münzen oder so. Ah, wow, okay, er spielt auch direkt mit Gleichspielern nur, Chat. Korea. Ja! Abgeprallt, was ist? Geht er raus vielleicht? Auf Hoffnung-Basis habe ich Pause gedrückt. Ja! Erstes Spiel Rage Quit, Chat. Nein! Ah, oh, Avila, hey, ich sag nicht nein. Aber wir haben schon unseren Stürmer, ist das Problem. Wir brauchen recht Flügel. 5 Sterne Skills, geil. Jungs, richtig gut, richtig guter Call. Das könnte der Key von uns sein. Der erinnert mich ein bisschen an Saint-Maximin. Und damit haben wir unser erstes Argentino-Team vollständig. Auch wenn der Innenverteidiger Schrott ist. Das Beste, was wir am Anfang durch das erste Spiel rausholen konnten. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich sage euch ganz ehrlich, Jungs. Das war's dann mit dem Video auf dem Zweitkanal, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja. Die Argentino RTG werden wir immer so am Ende des Streams nochmal kurz zocken. Das heißt, das wird eigentlich in jeder Folge nochmal kurz drin sein, falls ihr euch fragt, wie es da abläuft. Und ja. Werden wir aber nicht immer zocken. Also die kommt ab und zu am Ende der RTG, falls wir im Stream noch weiter zocken wollen, vor allem am Wochenende, falls wir noch eine zweite, dann haben wir noch ein zweites Ding, womit wir ein bisschen Weekend League spielen. Und ja, gutes Outro.